irgendwo eine Kiste? Ach, die kommt noch. Ah, hier ist er. Reiter müssen wir auch wieder erschießen. In dem Puff. Gerade, wie komme ich am besten ins Warehaus? Er kann sich da mit seinen Rädern auseinandersetzen. Da spaziert schon einer rum dahin, wo ich hin will. Lauft. Sehen die noch oben oder schon unten? Das.
immer die Natur zunutze machen. Eins mit der Natur. So, jetzt sind wir gar nicht mal so weit weg von unserem Ziel. Schöne Munition. Ah. Kam dann ein Flugzeug, also es hat kurzzeitig geruckelt. Und da war ein Skeff. Ich glaube, davon hat nur einer geschrien. Ich will den eigentlich herkommen lassen. Er hat seinen toten Kumpel gefunden. Schön. Diese Quest war in diesem Vibe auch für mich auch echt die Hölle.
Topa! Wie finde ich den Vibe? Ja, bin ja jetzt erst seit heute wieder da. Finden okay. Wieso? Wie findest du den Vibe? Oi, 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 oi. I'm a rich man. Übrigens, herzlich willkommen, Topa. Ich sage nichts, will ich nicht... Sag doch! Sprich er frei von der Leber weg. Keine falsche Scheu. So möge er jetzt reden oder für immer schweigen. Dr. Evil, herzlich willkommen. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich glaube, ein Schwein pfeift. Der zwei mindestens. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ja, ja, Matze hat sich mal eine kleine Auszeit gegönnt. Tat mir aber richtig gut. Also hat... Was ist denn hier los? Ich hau ab, bevor ich meine Quest aufs Spiel setze. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das Skeffs gewesen sind. Ja, wie gesagt, ich hatte... mir eine kleine Auszeit genommen. Da drüben lief etwas. Nee, war richtig schön, hat richtig gut getan. Es war, hat ja auch eine Weile gedauert. Topa, ich danke dir für dein Resub im 7. Monat schwanger mit mir. Danke dir. Ja. Jetzt kommt der blöde Zug, ich höre nichts. Drüben läuft einer. Das ist ein Spieler, ist aber ein Skeff. Ich glaube, ein Skeff. Alter Schwede, leck mich am Arsch. Wie schwer bin ich denn schon wieder? Linker Hand läuft auch einer. Der ein Lärm. Hat er sich verpisst. Чики-брики. Пальчик выкинь. Hallo. Geht's noch, sag mal?
das? Hast du da? Puh, sein Kumpel. Oh. Das war jetzt ein Skeff-Spieler, würde ich sagen, oder? Der kleine Arsch. Scheiße. Die Ausdauer. Komm ins Gebüsch. An den Busen der Natur. Puh. Ja, aber jetzt wieder regelmäßig am Start. Man kann euch ja nicht so lange allein lassen. Kommt ja nichts Gutes dabei rum hier. Frauchen hatte dann auch so ein Stand-Up-Panel für Sohnemann gekauft. Aber der Gute war ja so gut wie nie mit. Also habe ich es wohl am meisten genutzt von uns allen. Schön über den See geschippert. Aber es war wirklich echt, ich war echt froh, dass ich Urlaub hatte. Also bei der Hitze hier unterm Dach sitzen, das wäre die Hölle gewesen. Es war selbst so schon die Hölle. Aber ich konnte wenigstens ab und zu nochmal in den See springen. Deswegen hatte ich es auch nicht ganz so eilig. Alter, ehe er wieder hier zur Puste kommt. Das haben sie echt verkackt, die kleinen Scheißer, finde ich. Und der scheiß Endurance, du kommst überhaupt auf keinen grünen Zweig. Also, so geht's mir jedenfalls. Du bist ja permanent, kommst ja schon rein in den Raid, bist komplett überladen. Dann levelst du keine Endurance mit dem Mist.